Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir mal wieder einen Flug fliegen mit einem richtig spannenden und gefährlichen Anflug. Und zwar werden wir heute innerhalb von Brasilien unterwegs sein. Und zwar starten wir hier auf dem Flughafen der Hauptstadt von Brasilien, auf dem Flughafen von Brasilia. Und dann geht's an die Küste von Brasilien und zwar fliegen wir nach Rio de Janeiro zum Flughafen Santos Dumont. Und dort am Flughafen Santos Dumont, dort werden wir auf der Runway 02, beziehungsweise 02 Right ist es, landen. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch schon einen Anflug auf diesen Flughafen Santos Dumont, beziehungsweise speziell auf die Runway 02 Right vom Flughafen Santos Dumont und weiß vielleicht auch schon, wieso der so gefährlich und spannend ist, aber ich werde trotzdem im Verlauf von dem Flug euch nochmal erklären, wie der Anflug genau verläuft, was diesen Anflug so gefährlich und so spannend macht, aber dazu komme ich dann genauer, wenn wir auf Reiseflughöhe sind, auf dem Weg nach Rio de Janeiro. Ja, diesen Flug, den werden wir absolvieren mit einer Boeing 737-800 von der Fluggesellschaft GOL. Um dem Flugzeug stehen wir hier am Gate 14 vom Flughafen von Brasilia. Und da würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los mit den Vorbereitungen für diesen heutigen Flug. 1 Stunde 20 Minuten ist die geschätzte Flugzeit für diesen Flug und 930 Kilometer haben wir ungefähr zu fliegen. So, da wären wir auch schon im Cockpit von der Boeing 737-800, alles hier noch im Cold and Dark State. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los mit den Vorbereitungen für den Flug. Ich denke, in circa 25 Minuten sollen wir hier planmäßig das Gate am Flughafen Brasilia verlassen. Also legen wir direkt mal los mit den ganzen Vorbereitungen, die es zu erledigen gibt. So, als erstes gucken wir mal Richtung Overhead-Panel. Da müssen wir hier den Battery-Switch-Guard mal schließen, um schon mal etwas... Was ist der falsche Schalter? So, Battery-Switch-Guard mal schließen, damit wir hier ein bisschen Strom an Bord haben und können jetzt direkt mal die Ground-Power connecten. So, dazu müssen wir erstmal hier im FMC unter FS-Actions, Ground-Connections... Das können wir gerade mal clearen, die Message. So, die Ground-Power connecten. Und wir können auch gerade die Air Conditioning Unit noch connecten, dass wir erstmal die Klimaanlage über die Air Conditioning Unit betrieben haben. So, dann müssen wir mal wieder Richtung Overhead Panel gucken und noch die Ground Power aktivieren. Also, dass wir Strom über die Ground Power nehmen, müssen wir aktivieren. Machen wir mal hier. Ground Power on. So, und die Position Lights hier unten. Ich weiß gar nicht, ob ich über jetzt zur Kamera eine nähere Ansicht auf die Lights habe. Nee, ein bisschen. Die gehen hier auf Steady. So. Das haben wir alles gemacht. Dann können wir eigentlich mal kurz nach außen gehen und mal GSX anfordern. Ihr seht hier, Ground Power ist connected. Und auf der anderen Seite sieht man ein bisschen hier das Kabel von der Air Conditioning Unit. Aber ich glaube, so in echt, so eine Air Conditioning Unit ist eigentlich in echt fast nie so connected. Also, was ich bis jetzt so an Flughäfen gesehen habe und auch als ich als Ramp Agent am Frankfurter Flughafen gearbeitet habe, da war es eigentlich nie so, dass so eine Air Conditioning Unit am Flugzeug connected ist. Die ist vielleicht eher dann connected, wenn irgendwie die Klimaanlage noch nicht läuft oder sowas. Wobei es bei uns ja aktuell der Fall ist, weil aktuell, als wir die angeschlossen haben, hat die Klimaanlage ist ja noch, da noch nicht gelaufen. Aber ich glaube, so eine Air Conditioning Unit ist eher selten connected. Aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr genau wisst, wie es mit der Air Conditioning Unit ist, wann man die connected und wie oft das so eingesetzt wird. So, jetzt fordern wir aber mal die Bodenservices an. Und erstmal das Catering. Mal gucken, was wir als Handling Operator auswählen können oder ob es nur einen gibt. Gibt anscheinend nur einen. Ah genau, wunderbar, von GOL. Das passt ja perfekt. Und dann fordern wir direkt auch schon mal das Boarding an. Und, ah, wobei ich glaube, ich habe ganz vergessen, jetzt hier bei der Position den Bus auszuschalten. Das heißt, kann sein, dass jetzt hier ein Bus gleich kommt, aber, also wenn halt dann das Catering fertig ist, aber gut. Ist halt so, stört jetzt auch nicht so wirklich. So, dann gehen wir wieder ins Cockpit und machen mal die Türen auf, das können wir gerade mal hier machen. So, jetzt gehen auch beide Bordcomputer und alle anderen Bildschirme, weil wir über die External Power jetzt genug Strom haben. So, Left Entry, ah ne, der ist schon offen, halt mal hier wieder zu. Wobei, ich habe mich richtig drauf geklickt, er bleibt offen. So, das war der falsche, ich will nicht den Overwing aufmachen, ich will den Left Entry After aufmachen. Und auf der rechten Seite auch beide Türen, Forward und After. Und natürlich noch die Cargo Doors Forward und After. Damit auch das Gepäck der Fluggäste eingeladen werden kann. Wunderbar, das haben wir erledigt. Wir können weitermachen mit dem Pre-Flight Procedure, beziehungsweise damit beginnen. Eben hatten wir erst das Electrical Power-Up gemacht. Na, da kommen auch schon die Catering-Wagen hier angedüst. Guck mal hier, wunderbar auf den Straßen fahren die hier lang, die es hier auf dem Flughafen gibt. Perfekt, richtig nice. Als ob die wirklich jetzt so in echt von irgendwo, von so einem Catering Standort kommen und jetzt gerade hier so über den Flughafen fahren bis zur Parkposition. Und da fahren die Gepäckwagen, holen jetzt Gepäck. Richtig geil. So, also dann, also dass die halt auch wirklich jetzt hier auf der Straße fahren. Manchmal fahren die einfach so quer über den Taxiway und hier nehmen die halt wirklich jetzt genau diese Straße. So, wir gucken mal wieder Richtung Overhead Panel und müssen jetzt mal die ganz nach hier hinten gucken. So, und dort die IRS-Schalter, Left and Right IRS auf Nav stellen.
und kommen jetzt zur Eingabe vom Flugplan. So, dazu gehen wir hier mal wieder in den Bordcomputer. Wobei, wenn wir gerade hier sind, können wir jetzt direkt schon mal das Fuel eintragen, was wir für den Flug brauchen. Und zwar, genau, aktuell ist der Flieger noch voll getankt mit 20 Tonnen. Wir nehmen aber etwas weniger als die Hälfte mit, und zwar 7 Tonnen. So. Ja, zu 33% sind die Tanks voll, also ich finde es, ja, sogar weniger als halb voll. Also relativ, ja, leer jetzt auch nicht wirklich, aber genau, mit 33% halt gefüllt. So. Genau, wir haben in den Flügeltanks nur was drin, 3500 jeweils, in der Center-Tank ist leer. Ja, Enter IRS Position, das machen wir jetzt auch direkt. Wir gehen ins FMC, Position Init. Und die Last Position kommt, wobei, hier macht man das ja eigentlich nicht mit der Last Position, deswegen machen wir es auch anders, sondern wir nehmen die GPS Left, ist jetzt gleich wie GPS Right, und kommt hier bei Set IRS Position. So, Route. Dann gehen wir mal kurz die Company Route ein, mit der ich den Flugplan abgespeichert habe. Erstmal ein ICAO-Code vom Flughafen Brasilia, Sierra Bravo Bravo Romeo. Und dann vom Flughafen Rio de Janeiro Santos Dumont. In Rio de Janeiro gibt es, soweit ich weiß, zwei Verkehrsflughäfen, und der Flughafen, zu dem wir heute fliegen, ist der kleinere Verkehrsflughafen. Auf dem können auch maximal Flugzeuge mit der Größe wie jetzt 737, A319 und sowas landen. Und genau, dann gibt es in Rio de Janeiro noch den anderen größeren internationalen Verkehrsflughafen, wo halt dann auch die internationalen größeren Maschinen landen, wie halt 747 und so weiter, A380, die halt dann auch von anderen Ländern kommen. Aber ich glaube, da wo wir jetzt heute hinfliegen, die Flugzeuge, die dorthin fliegen und von dort wegfliegen, fliegen hauptsächlich im Bereich Südamerika. Und im anderen Flughafen von Rio de Janeiro wird dann auch, wenn auch Langstreckenflüge dann angeboten. So, und Sierra Papa Romeo Juliet ist der ICAO-Code von dem Flughafen. Rio de Janeiro Santos Dumont. Flight Number ist Gol. Oh, was habe ich wieder ausgemacht? Golf aus Kaliber. Muss ich mal gucken, ob ich das Fahrwerk jetzt eingefahren. Ich habe nämlich G gedrückt und ich dachte, ich hätte gerade Tastatureingabe eingemacht, deswegen ist das Fahrwerk-Dings hier hochgegangen. Ich habe nämlich irgendwie ein Klickgeräusch gehört und dachte ich mir, ups, das wird wahrscheinlich der Fahrwerkshebel gewesen sein. Genau, ich hatte nämlich die Tastatureingabe eben nicht mehr an und hatte G gedrückt wegen, hier G, wegen Gold. Jetzt muss ich auch nochmal kurz gucken. Ich habe L noch gedrückt wegen den Lichtern. Wobei, den habe ich dann, nee, L habe ich dann nicht gedrückt. Okay, Lichter haben sich nichts, hat sich nichts getan, gut. So, also Gol. Dann können wir schon zumachen. Das gerade richtig cool, dass wir einfach hier so schnell rüber switchen können zu dem anderen Bildschirm, hier das umstellen können. After schließen wir auch, der sollte gleich auch fertig sein. So, Gol 2065 ist die Flugnummer für den Flug, den wir heute fliegen. Und dann kommen wir mal zu Departure und Arrival. Wir starten hier auf welcher Startbahn, das müssen wir gerade mal hier uns erfragen. Wir sehen sie gleich ungefähr im Wind. 08. Okay, das wird die 11er sein. Ist nur die Frage, ob wir näher an der 11 left oder 11 right stehen. Ich glaube, es ist die 11 links wahrscheinlich. Wir gucken mal. So, Catering ist complete, das heißt, es kommen jetzt gleich die Passagiere und die und das Gepäck. Ja, genau, wie ihr eben gehört, beim ATS gehört habt, es stand jetzt nicht da oben, aber ihr habt eben vielleicht gehört, 11 left, 11 right ist die Runway. Okay, wir haben Zulu und können dann einmal hier den, ihr seht es auch nochmal da oben durchlaufen. Und da auch passendes Call sein zu Flug. Ah, Runway 11 left, so wie ich es gedacht habe. Okay. Das sollte hier in unsere Blickrichtung vom Flughafen, vom Flugzeug sein. Das sollte die Bahn sein. Also wir haben hier beim Flughafen, ich kann es euch jetzt auch kurz nochmal von oben zeigen. Einmal hier genauso den Terminalbereich. Und haben dann einmal hier die Bahn und hier die eine Bahn. Und das hier ist die 11 links, also auch die nähere Bahn zu uns. Deswegen kriegen wir wahrscheinlich auch die. Oder soll zumindest die 11 links sein. Ich kann es nicht ganz erkennen, aber doch, da steht es 11 links. Ja, genau, das ist die Bahn für uns heute. So, wir gehen wieder ins Cockpit, beziehungsweise hier zum Bordcomputer. Wählen 11 Lima sozusagen, also 11 links. Und 11 left. Und die SID ist Leave 1 Alpha. Und Transition Nimki. So, jetzt kommt in die Route. Wir wählen den Arrival aus in Sierra Brava, Bravo Romeo Juliet. Wir machen einen Arnav Whiskey 02 Right Approach mit der Star Avril. Hier genau, Avril ist es eigentlich, 1 Alpha. Mit folgenden Transitions: Tokim und Gelot. Gelot gibt es hier nur einmal und hier ist Tokim zur Auswahl. Und das kommt in die Route. Wir aktivieren das Ganze und bestätigen es mit Execute. Wunderbar. So, dann gucken wir direkt mal nach den Communities durch.
wo ich gerade dabei, wo es mir gerade einfällt, machen wir das nämlich direkt jetzt mal. Dass wir da nichts haben. Das sieht sonst gut aus, wunderbar. Und wir machen weiter mit Init Reference. So, Zero Fuel Weight ist 55.2. Tons Reserves sind heute bei 3 Tonnen, also wir brauchen heute, was? Open Left Entry Forward habe ich ihn doch zugemacht. Hey, da steht doch Left Entry Forward, ist doch Open steht hier. Komisch, machen wir mal zu und nochmal auf einfach. Genau, wir brauchen heute laut fuelplanner.com effektiv 4 Tonnen an Kerosin. Das ist eigentlich, hört sich eigentlich verhältnismäßig irgendwie wenig an, wenn man es vergleicht jetzt mit so Langstreckenflügen von so mega großen Flugzeugen wie 747, 777 oder sowas. Das ist einfach immer so ein extremer Unterschied, finde ich, so vom Kerosin her mit den kleineren Flugzeugen, wobei hier sind halt auch weniger Passagiere dabei, das Flugzeug ist leichter und so weiter. Deswegen brauchen wir auch weniger Sprit und wir fliegen da eine kürzere Strecke. Wobei natürlich eine 747 bei der gleichen Flugstrecke auch mehr Kerosin brauchen würde, da ja das Flugzeug auch schwerer ist, mehr Passagiere dabei sind und so weiter. Also ungefähr 4 Tonnen an Kerosin laut fuelplanner.com werden wir benötigen. So, und wir gehen hoch auf Flight Level 370. Ihr seht, maximal könnten wir 390 machen. Wir nehmen aber 370. Wir sind eh nicht so lange in der Luft, wobei wir wahrscheinlich auch 390 erreichen könnten, aber dann sind wir noch weniger auf der Reiseflughöhe. So, das Ganze bestätigen wir mit Execute und gehen zu den N1 Limits. Wir werden heute einen D-Rated Takeoff machen. Ah, der TAM, genau, da steht nämlich eine. Ja, und die gehen auf der anderen Bahn raus, kann ich euch kurz mal zeigen. Die stehen nämlich, hier stehen nämlich ein paar TAM. Maschinen von TAM. Ein paar Airbus davon. So, ja, also genau, wo wir gerade da bei waren, ist eigentlich ganz gut. Ihr seht, die Runway ist ziemlich lang. Ich kann euch leider die Länge der Bahn nicht sagen, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Hab ich auch nicht nachgeschaut. Aber es ist eine recht lange Bahn und wir könnten sogar, würde ich sagen, Take-Off 2 nehmen mit, also ziemlich derated Take-Off mit relativ geringerer Schubleistung. Ah, jetzt können wir die Tür wieder schließen auf der linken Seite, okay. Die Frage ist nur, ob es reicht. Ich hoffe einfach mal, dass es reicht. Take-Off 1 würde auf jeden Fall ausreichen. Take-Off 2. Aber ich denke einmal, dass eigentlich das sollte passen, weil so schwer ist das Flugzeug nicht. Ihr seht, habt ja gesehen, die Treibstofftanks sind zu 34% gefüllt. Das Flugzeug ist recht leicht, sollte früh rotieren können. Also Takeoff 2 sollte reichen, wir machen auch Climb 2. 95% N1 nehmen wir da, sonst hätten wir bei normalem Takeoff hätten wir 101%, also 5% weniger. So, Takeoff ist mit Takeoff Flaps 5. Wir haben folgende V-Speeds, 137 V1 und auch gleichzeitig Rotate. Und wie 242. Center of Gravity ist 24.1 und damit ergibt sich folgender Trim, den wir auch gerade einstellen können, wo wir dann dabei sind. 5.23, das heißt, wir machen das ungefähr bei 5 da ist. Ja, also das sollte ungefähr 5.23 sein. Gucken, was hier so steht dann. Ja, 5.45. Ja, 27 ist okay. Das ist ja fast das. Wunderbar, dann ist das CDU Preflight damit abgeschlossen. Wir gucken mal kurz außen vorbei. Und, oh, das Einladen ist sogar auch schon fertig. Die sind schon komplett fertig. Wunderbar. Dann können wir schon die ganzen Türen wieder schließen. Ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Da sind wir jetzt schon ziemlich knapp dran. Egal, das kann alles. Das ist alles zu. Wir machen noch diese Türen zu. So, jetzt gucken wir mal auf die Uhr. 14.12. Naja, wir haben noch eigentlich nur 13 Minuten Zeit, also die waren heute echt ziemlich flott hier draußen. Ah, da hinten fahren die leeren Gepäckwagen zurück. So, dann machen wir weiter mit dem Pre-Flight Procedure. Dann können wir heute pünktlich rausgehen, so wie es aussieht. Wir gucken wieder Richtung Overhead Panel. Dann machen wir Richtung Upper Overhead Panel. Wobei, nee, das bringt nichts. Dann machen wir es normal. So, müssen den Jawdamper nämlich auf On stellen. Dann starten wir die APU. Dazu einmal die Left Forward. Das können wir eigentlich hier auch aus der näheren Ansicht hier unten machen. So, dann einmal erstmal die Left Forward Fuel Pump On und die APU Start. So, die fährt hoch. Dann machen wir derzeit schon mal den Emergency Light Switch Guard zu, damit sind die Emergency Lights gearmt. Die Seatbelt Signs gehen auf Auto. Die Window Heat, die ist ganz hier oben. Die Left Side and Forward, Right Side and Forward and Side Window Heat geht on. Die Ground Power bleibt noch kurz connected, die Air Conditioning Unit auch, bis wir die APU da haben. Left und Right Pack gehen auf Auto. Wobei, guck, bisher haben wir die Packs hier off gehabt, deswegen, die Packs sind ja für die Klimaanlage zuständig. Und da wir die bisher off hatten, hatten wir nur durch die Air Conditioning Unit eine Klimaanlage hier an Bord, sozusagen, die funktioniert. Dadurch wird die Klimaanlage betrieben, denke ich jetzt mal, so wird es wahrscheinlich sein. Ob es wirklich so ist, kann ich euch nicht garantieren, aber ich denke mal. Und jetzt machen wir die Packs auf Auto. Und damit haben wir jetzt da die Klimaanlage in Betrieb. Und deswegen
Könnten wir dann jetzt auch die Air Conditioning Unit eigentlich disconnecten, aber das machen wir dann gleichzeitig mit der Ground Power. So, wir tragen... Oh, läuft die APU? Die APU läuft wunderbar. Dann APU Generator on. Ground Power off. Und disconnect. Das Ganze. Ground Connections. Ground Power removed. Das hier removed und wir können schon mal die Pitot Covers auch schon mal removen. So. Dann gucken wir wieder Richtung Overhead Panel. Und stellen mal die Flight Altitude ein. 37.000 Fuß war das. Genau. So, Ignition Switch geht auf Ignition Right. Das ist ja Triebwerk 2. Starten wir zuerst. Auto Brake. Können wir hier wahrscheinlich ganz gut einstellen. Genau, Auto Brake geht auf RTO. Wir aktivieren hier nochmal den Meter Switch, um nochmal die Meterangabe zu sehen. Barrel Reference. Ich weiß nicht, ob wir was jetzt hier in Südamerika nutzen. Wir nehmen jetzt einfach mal Hektopascal. Ich glaube, ich werde nämlich nur in den USA Inches, also die andere Einheit, benutzt. Traffic Switch drücken wir einmal, dass wir auch den T-Cast alle anderen Flugzeuge sehen, wenn das T-Cast dann aktiv ist. VOR Switches gehen auf VOR1 und VOR2. Und der Flight Director geht an auf beiden Seiten. Wunderbar. So, wir kommen zur Pre-Flight Checklist. Oxygen, sagen wir mal, ist tested 100%. Wir können ja bei Kontrollen mal kurz testen. Passt. Dann Navigation Transfer and Display Switches sind auf Normal and Auto. Pressurization Mode Selector ist auf Auto. Dann Flight Instruments Heading and Altimeter sind noch nicht set. Altimeter sind jetzt set. Wir haben 1019 Hektopascal und Heading, stellen wir jetzt mal Runway Heading ein. 110. Das sollte ungefähr Runway Heading sein. So. Dann Parking Brake ist laut FSX set. Wir gucken nochmal trotzdem nochmal hier unten. Da steht nämlich noch nicht set. Jetzt ist er auch da set. Und Engine Start Levers hier sind Cutoff. Wunderbar. Pre-Flight Check ist completed. Wir haben noch 10 Minuten Zeit, bis wir pünktlich hier off-block gehen sollen. Das heißt, wir haben noch genug Zeit. Können ganz entspannt weitermachen jetzt mit dem Before Start Procedure. So, Pitot Covers sind bereits removed. Wir kommen Richtung MCP und stellen da folgende Sachen ein. Auto Thrust wird gearmt. Wir stellen bei IRS die V2 Geschwindigkeit ein. Das sind 142 Knoten. So, und ihr seht, das sind echt recht niedrige Geschwindigkeiten. Gut, wir haben auch nicht maximalen Takeoff Thrust heute beim Start, aber... Das reicht alles vollkommen aus für den Takeoff. Und damit sparen wir gleichzeitig auch noch Kerosin. So, VNAV und LNAV armen wir. Runway Heading ist schon drin und Cruising Altitude kommt hier rein. 37.000 Fuß. So, immer nach links noch ein bisschen. So, beziehungsweise so. Genau, ich mach's mit dem Mausrad so scrollen, ein bisschen runterscrollen, haben wir 37.000 Fuß. So, die Fuel Pumps gehen an. Also, alle... verbleibenden Fuel Pumps an. Die Center Fuel Pumps bleiben off. Wir haben ja vorhin gesehen, in den Center Tanks ist nichts drin. Das können wir vielleicht gerade auch nochmal uns hier... wobei, ne, sehen wir ja genau. Sehen wir ja genau. Hier seht ihr, in der linken Tragfläche sind 3,5 Tonnen, in der rechten Tragfläche sind 3,5 Tonnen und im Center Tank ist nichts drin. Deswegen brauchen wir die Center Fuel Pumps gar nicht auf on zu stellen. So, wir gucken wieder Richtung Overhead Panel. Da müssen wir jetzt die Electric 1 and 2 Hydraulic, die hier, Pumps auf On stellen. Und das Anti-Collision Light des Beacon geht auf On. Und Takeoff Trim ist schon set. Wir kommen zur Before Start Checklist, also dem Triebwerksstart. Pushback jetzt schon recht nah. Wir können heute sogar ein paar Minuten früher, also hier das Gate verlassen. Wunderbar. Before Start Checklist, Flight Deck Door ist. Ja. Gut, sehen wir es nicht ganz. Könnten wir jetzt mal hier so rübergehen. Ja, closed and locked. Was ich jetzt auch noch mal ganz gern gucken würde. Ich weiß ja nicht, wo wir das hier sehen. Bei anderen Flugzeugen wie der 747 und Airbus und sowas haben wir immer diese Door Page. Ich weiß gar nicht, ob das Flugzeug das hier irgendwo hat. Ich wüsste halt, ich weiß echt nicht, wo das ist. Wenn das Flugzeug das hat, keine Ahnung. Ich habe es zumindest auch noch nie gesehen. Die Door-Page. Ich meine, hier können wir nichts umschalten. Gut, dann gucken wir halt von außen hier nur, dass wir einfach nochmal sicher sind, dass alle Türen auch zu sind. Hier auf der Right Side sind alle Doors closed. Ah, das ist noch... Ah, ne, was ist das? Ah, ne. Dexter Descender ist gerade eingelandet, okay. Gucken, wo ist hier gelandet? Ah, da. Auf der 11 links. Wunderbar. Sehr schön, dass hier auch ein bisschen Traffic gerade ist. So. Wir sind dann soweit fertig. Pushback Truck steht auch schon da. Ne, wobei sie nicht fertig. Genau, die Türen sind zu. Das haben wir gerade gecheckt. Das passt alles.